Joho, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Wir sind mittlerweile alleine, getrennt von unserem Kumpel Holmes, den wir auch mittlerweile hier nicht mehr erreichen können durch irgendwelche Felsspalten. Und während er oben die Stellung hält, versuche ich irgendwie von unten in den Leuchtturm einzudringen, um diese dunkle Zeremonie der Kultisten zu verhindern. Und jetzt ist es hier schon wieder so düster. Und ich hoffe, dass ich meinem Ziel langsam mal ein bisschen näher komme. Ah, jetzt höre ich den Sturm gar nicht mehr so richtig. Na, oh, das ist schon wieder hier irgendwie ein Spalt. Ich kann nicht darüber springen, es ist zu weit. Watson, wo ist mein Boswell, wenn ich ihn brauche? Genau, wo ist er, wenn man ihn braucht? Ach, rufen kann ich vielleicht nach ihm. Watson! Watson! Hier bin ich, Holmes. Haben Sie einen Weg zum Leuchtturm gefunden? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Ich brauche Ihre Hilfe. Könnten Sie den Mast von einem der brüchigen Boote holen und ihn in den Spalt werfen? Einen Mast, sagen Sie? In den Spalt werfen? Ich werde tun, was ich kann, Holmes. Beeilung, Watson. Ach, wir sind jetzt wieder Watson. Okay, gut. Ja, der hat ja auch sonst hier wirklich nichts zu tun. Wo kam denn jetzt dieses Ding hierher plötzlich? Ja, dieses Riesenloch. Ach ja, doch, hier hatte ich einmal runtergeguckt, als ich den Sherlock gespielt habe. Wir brauchen einen Mast. Wir hatten hier hinten irgendwo total viel Treibgut. Vielleicht finden wir hier etwas. Hier haben wir zwar... Doch, das ist doch ein Mast. Können wir denn noch mehr mitnehmen? Hier haben wir noch ein Seil. Nö, aber mit ein bisschen Glück ist der Sherlock ja schon zufrieden mit dem, was wir hier jetzt gerade bringen. Okay, erstmal auswählen und dann hier unten irgendwie reinlassen. So. Da. Wusch. Ist gerade mal gut gegangen. Was haben wir ein Glück. Wir sind auch gleich wieder Sherlock. Also vorsichtig hier rüber. Am besten schnell. Genau. Ja, hier geht es nicht mehr weiter. Wir müssen also hier schon wieder durch einen dunklen Gang. Gott sei Dank haben wir noch genug Material, um uns... Ha! Eine Leiter. Genug Material, um uns eine Fackel zu machen. Vielleicht können wir ja jetzt auch den... Oh, ist aber ganz schön kaputt hier, die Stiege. Nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Das Licht muss aus dem Leuchtturm kommen. Was ist das für ein höllischer Gestank? Bäh. Keine Zeit für Spekulationen. Ich muss diesen Stein anheben. Mhm. Oh, wahrscheinlich liegen jetzt hier wieder irgendwelche Leichenteile, oder? Oh mein ah! Gott. Ekelhaft. Oh. Also abgesehen davon, dass es hier furchtbar stinkt, aber wovon stinkt denn das hier? Von den Leichen, die haben ja... Was haben die denn hier gemacht? Die haben ja irgendwelche Leute geopfert hier und irgendwie sowas wie ein Pentagramm auf den Boden gemalt, oder? Oh, perfid. Und zwar hier ist das so ein Cthulhu-Pentagramm. Da oben, die eine Spitze ist der spitze Kopf von dem Tentakelwesen und die restlichen Tentakel, die vereinen sich hier zu den restlichen Spitzen des Pentagramms. Ja, und hier haben sie zum alle möglichen Zeichnungen an den Wänden gemacht, die sicherlich... Oh. Diese Lampen erzeugen einen tödlichen Rauch. Wir müssen diese Feuer löschen, und zwar schnell. Ein Eimer und etwas Wasser. Beeilung, Watson! Ja, aber vielleicht kann ich hier erstmal den Riegel öffnen. Ich bin sehr froh, dass... Oh mein Gott! Was für ein Verrückter könnte... Wenn wir es herausfinden wollen, müssen wir einen Weg auf die Spitze des Leuchtturms finden. Na, es tut mir leid, ich hätte dir gerne den Anblick erspart, Watson. Ich weiß, dass du da nicht so magenfest bist wie ich. Okay, ach Mann. Also, die haben aber eine ganze Zeit hier verbracht, würde ich mal sagen. Oder waren diese weißen Zeichnungen alle vielleicht vorher schon da? Ja, ich weiß. Diese Lampen erzeugen einen tödlichen Rauch. Wir müssen diese Feuer löschen, und zwar schnell. Ein Eimer und etwas Wasser. Beeilung, Watson. Ja. Ich habe eine Idee. Wir werden das hier hinten mit dem Süßwasser löschen, das wir hinten in den Fässern haben. Wenn Holmes nicht ständig stecken bleiben würde, dann könnten wir das auch schneller erledigen. Oh, jetzt haben wir ja wieder so eine etwas trübselige Musik. Komm,
das nehmen wir mit. Fässer mit Süßwasser. Genau. Haben wir denn noch mal irgendwas hier dabei, womit wir das Süßwasser nehmen könnten? Metallstab, Knochen? Tja, irgendwie nicht. Ich könnte das natürlich hier versuchen, mit dem Fläschchen zu nehmen, aber den Rum wollte ich eigentlich noch... Tatsächlich! Ja, wollte ich eigentlich noch ein bisschen behalten. Hier haben wir dann einen Eimer. Ha! Zack, den nehmen wir. Und jetzt hängen wir den hier einmal in unser Süßwasser rein. Komm, hier, nimm Wasser. Das hier werde ich mitnehmen. Ja, genau. Ich muss zum Leuchtturm zurück und zwar schnell. Ja, wenn du nicht so viel quatschen würdest, dann könnte ich das auch alles machen. Ach, Watson, jetzt steht er da drin allein. Hoffentlich ist er mir nicht ohnmächtig geworden. Ja, der sieht schon so, als müsste er gleich da irgendwo in die Ecke reiern. So ein bisschen vornüber gebeugt. Ja, guck du da in die Ecke. Ich werde das hier machen. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie diesen grünen Rauch und den Gestank wegkriegen. So. Und zwar... tja, aber wo? Diese Lampen erzeugen einen tödlichen Rauch. Ja. Wir müssen diese Feuer löschen und zwar schnell. Ach so, ein Eimer und etwas Wasser. Beeilung, ja. Watson. Ja, lass mich doch. Hier. Bravo, Holmes. So, das sind schon mal die ersten. Da ist ja noch einer. Sie sind Mr. Holmes und Dr. Watson. Sie sind uns auf die Spur gekommen und haben diesen Narren Arneson gefunden. Ach, der liebe Arneson. Sagen Sie mir, wie geht es seiner Hand und wie seinem Kopf? Ich bin Aschmat, Rechtgläubiger der großen Alten. Erzittert, ihr Narren. Werde euch mit Blei füllen und mit Kraken stopfen. Ach du Schande, der ist ja wohl ein bisschen irre, oder? Los, Watson, Sie sind ein guter Schütze. Los, erschießen Sie ihn. Ja, immer hin und her. Was soll ich denn machen in der Zwischenzeit? Ich habe einen Säbel. Ich kann mal... vielleicht muss ich aber erstmal noch ein bisschen mehr Wasser nehmen, um hier die Dinger zu löschen. So. Zack, das nächste. Jetzt kann ich hier wieder durch. Von dieser Seite komme ich da nicht hin, oder? Nein, muss ich auf die andere Seite gehen. Und in der Zwischenzeit kann der Watson hier... versuchen den. Ja, ist diese gut. Lampen erzeugen einen tödlichen... Ach Mensch, hier einfach löschen. Löschen, löschen, löschen. Kannst du jetzt etwas besser sehen? Ja, und ich kann hier auch drüber laufen. Ja, ich kann ja Watson sicherlich einen guten Treffer erzielen. Oder ich nehme hier einfach mal die Waffe. Ich werde ihn jetzt überraschen. Ich sollte lieber umkehren. Okay. Tja, wie machen wir es denn dann? Ob ich hier einfach so durch die Mitte latschen kann? Dann trifft er mich aber, oder? Nee, geht auch nicht. Gut. Versuche ich mal hier in die Mitte zu gehen. Geht auch nicht. Okay. Vielleicht kann ich hier so rauflaufen. Was haben wir hier? Ha! Na? Jetzt stürmt er nach oben. Beeilen Sie sich, Holmes. Ja, ich beeile mich. Erstmal muss ich noch die letzte Lampe löschen und dann können wir hier weiter. Warum muss man erst hier außen rum? Warum? Ach, die ist schon aus. Wie ist denn das passiert? Ach, die ist hier vielleicht genau umgestoßen worden. Dann wollen wir einmal nach oben rennen hier. Das Ganze flott beenden. Hier haben wir so einen kleinen Ausblick. Watson, wo bist du? Hier kommt keiner durch. Vorsicht! Höchstwahrscheinlich wartet er oben auf uns. Also ganz vorsichtig. Ich werde versuchen, ihn in Schussweite zu locken. Und diesmal zielen sie auf seinen Kopf. Holmes! Aber ich habe keine Kugeln mehr. Dann ist das Schicksal gegen uns, Watson. Außer, wenn sein Glaube seine Stärke ist, dann ist er vielleicht auch seine Schwäche. Okay, also wenn wir schon keine Munition mehr haben, dann werde ich nochmal runtergehen und gucken, ob wir nicht unten noch irgendetwas Nützliches finden, mit dem wir ihn dann irgendwie entweder anlocken können oder... Ach du Schande, der Kopf ist ab. Der hat seinen Kopf zwar noch, aber die liegen hier jetzt auch schon etwas länger, würde ich sagen. Das sieht so aus, als wäre der mit einem Lächeln gestorben. Geht ja mal gar nicht hier. Okay, aber ich fürchte, ich kann hier sonst nichts mehr mitnehmen. Wir haben hier noch irgendwelche Krüge und dergleichen, aber der läuft einfach nicht hier drüber. Was haben wir hier noch? Irgendwie ein Brett, Fensterladen oder so.
dann hinauf, dann wollen wir das Ganze nicht weiter verzögern. Dann werde ich jetzt hier hochrennen und versuchen, mit dem Säbel den guten Aschmat-Dinger auszumachen. Noch haben wir ein bisschen Deckung hier. Und da vorne ist er am Rumasen. Ich muss den Ort finden, an dem ich das Zeichen der großen Alten in Blut schreiben soll. Mhm. Okay, ich soll einen Ort finden. Einen Ort finden, wo ich es draufschreiben soll. Das Zeichen der großen Alten haben wir doch hier bestimmt irgendwo in diesem Textdokument, was wir zuletzt noch irgendwie gekriegt haben. Nö, haben wir nicht. Aber wir haben es unten doch auf dem Boden, ne? Da ist es. Können wir uns von hier oben ziemlich gut angucken. Und wo schreiben wir es drauf, damit der Aschmat davon abgelenkt wird? Wo schreibe ich es denn jetzt drauf? Ich könnte es natürlich hier irgendwo auf diese Bretter hier... Was haben wir hier? Mhm. Irgendwie hier auf die Bretter malen oder schreiben. Das sollte man eigentlich ganz gut sehen, aber... Wo will ich es denn mal hinmachen? Hier unten vielleicht? Wir haben hier diese Winde, aber damit haben wir gerade schon... Ah! Vielleicht irgendwie hier an den Kerzenleuchter. Den können wir ja vielleicht noch irgendwie ein bisschen höher ziehen, oder? Gucken wir mal. Ich schaue mir erstmal nochmal hier diesen Mechanismus an, den ich dafür gerade benutzt habe. Oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr vernünftig hin. Okay. Hier komme ich auch nicht rauf. Ich gehe davon aus, dass wir es oben irgendwo anbringen müssen. Und zwar am besten oben da, wo Aschmat selber auch steht. Hier ist zwar irgendwie so ein prädestinierter Ort wegen der ganzen Blutspritzer, aber wir machen es hier. Okay, gut. Ich werde es hier vielleicht irgendwo auf die Kisten oder so malen. Hm? Ich muss den Ort. Ja, ich finde einen Ort. Ganz sicher. Hier haben wir Blut. Genau. Ich brauche etwas. Wie wär's hiermit? Na gut, dann nicht. Schauen wir mal, was wir sonst noch so dabei haben. An Gegenständen haben wir hier Lumpen. Wir haben noch die Lumpen. Vielleicht können wir es mit den Lumpen irgendwie machen. Ich brauche etwas. Nein, dann vielleicht mit dem... Ich brauche etwas. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Textdokumente. Wir haben hier, glaube ich, nirgendwo irgendwie eine Zeichnung davon, oder? Nee, haben wir nicht. Ich erinnere mich auch nicht daran. Wie kann ich denn das hier unten irgendwie mal... So, wir haben da... Wir haben da dieses Pentagramm mit dem Alten und wir haben hier unten aber auch noch irgendwie so ein komisches M. Ah, okay. Vielleicht muss ich auch unten stehen und es mir irgendwie notieren. Gehen wir erstmal hier in dem Kreis entlang und gucken uns hier die Schriftzeichen auf dem Boden nochmal an. Und hat hier immer diese Musik. Das ist unglaublich. So, da unten ist das Zeichen. Würde ich behaupten. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier vielleicht irgendwie das Zeichen dieses großen Alten ist. Ist es aber wohl nicht. Ah, da haben wir aber wieder was an den Wänden. Na komm schon. Und wir haben Papier. Wir haben Papier. Vielleicht werden wir es hier irgendwo nochmal finden oder zumindest notieren können. So, da haben wir doch hier irgendwie so eine Zeichnung mit Blut auf der Wand. Aber Holmes kann nichts damit anfangen. Wie schade. Wie schade. Das können wir alles nicht aufschreiben. Gut, da haben wir auch noch solche Zeichnungen. Das sind nicht einfach nur Blutspritzer, das sind hier auch richtige Zeichnungen auf den Wänden. Und hier haben wir wieder das gleiche Symbol wie auf der anderen Seite. Also es ist schon wiederkehrend, auf jeden Fall. Und ich soll es notieren. Wie soll ich es denn nur notieren? Bin ich eigentlich hier rauflaufen, so eine Rampe? Ich komme hier noch nicht mal irgendwie in den Kreis rein. Vielleicht hier rüber. Auch nicht. Ach Mensch. Ach Mensch. Was machen wir denn jetzt mal? Hier können wir aber rein, oder?
Gerade kam ich doch noch hier rein. Dann eben von hier aus so. Wenn wir ordentlich hier entlang gehen, vielleicht habe ich doch noch irgendwas vergessen. Sieht nicht so aus. Also wir können hier mit dem Teil nicht interagieren. Schade, Mensch. Echt schade. So, was haben wir denn hier sonst noch? Das sind jetzt alles nur noch Blutspritzer. Und auch hier sind jetzt nur noch Blutspritzer. Ich frage mich ja, wo die hergekommen sind. Was haben sie denn hier nur gemacht? Was haben sie denn hier nur gemacht? Auf der Treppe kann ich auch mit sonst nichts mehr interagieren. Mit den Kisten nicht. Nein, auch nicht mit diesen Kisten. Was haben wir da unten? Komme ich hier entlang? Auch nicht. Das Zeichen der großen Alten in Blut schreiben soll. Ja, das ist mir ja schon klar, mein Lieber. Aber wie soll ich es denn machen? Wo soll ich es denn hinschreiben? Auf die Kisten geht's nicht. Hier haben wir Blut, ja. Aber das möchte er nicht nehmen. Na, gucken wir nochmal in unsere Gegenstände. Wir haben Knochen, wir haben... Ich versuche es jetzt mit allen möglichen Sachen aufzunehmen. Hiermit geht es nicht. Hiermit geht es nicht. Hiermit geht es nicht. Auch damit geht es nicht. Mit der Fackel natürlich auch nicht. Ja, und dann sind wir schon wieder am Anfang angelangt. Ich hätte jetzt gesagt Papier oder eine Wand, aber hier die Wände, die sind alle nicht für mich zu beschreiben anscheinend. Die sind alle nicht zu beschreiben. Gut. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir nochmal irgendwie sowas wie ein Zeichen. Aber das hat anscheinend keine Bedeutung. Gut, also er könnte natürlich irgendwie hier so hingucken, ne? Der Verrückte da hinten, ehrlich. Er schießt einfach mal auf alles. Er schießt einfach mal auf alles. Gut, hier können wir auch nirgendwo eine Zeichnung anbringen. Watson, hast du Papier? Ja, das ist mir schon klar, dass wir rasch handeln müssen. Allerdings muss ich sagen, wir können das auch eigentlich hier so lassen, weil der Aschmat wird da oben gleich auch keine Kugeln mehr haben. Und dann können wir ihn auch so überwältigen, oder? Na gut, aber vielleicht ist das hier mit dem so wie mit den amerikanischen Filmen. Die haben die Waffen immer unendlich Magazin. So, wir laufen noch einmal hier komplett außen rum. Und schauen nochmal nach dem Mechanismus hier hinten. Da können wir jetzt wieder irgendwas ziehen. Nichts. Nichts. Und an der anderen Seite auch nicht. Oh, wie schade. Aber benutzen könnten wir den schon noch. Kann ich den vielleicht irgendwie festkeilen mit irgendwas, dem Mechanismus? Nein, auch nicht. Nichts. Ach, das ist aber auch immer so lange jetzt dauert, damit er das irgendwie auslöst, oder? Können wir denn sonst noch nehmen? Wir können den feststellen vielleicht hiermit. Nichts. Holmes. Holmes. Dass das immer alles nichts ist.